Sie entscheiden am 5. Juni über die Volksinitiative Pro Service Public. Schauen wir genau hin, erkennen wir, die Initiative ist in Wahrheit contra Service Public. Die Initiative ist irreführend. Statt den Service Public zu stärken, schadet sie ihm. Sie will die SBB, Swisscom und Post massiv einschränken und ein Gewinnverbot auferlegen. Ohne Gewinne kann aber nicht mehr investiert werden. Und ohne Investitionen wird der Service schlechter oder teurer und nicht besser. Die Initiative schadet der Grundversorgung in der ganzen Schweiz. Sie will die Querfinanzierung im Service Public einschränken. Auch hier ist ein klares Nein gefragt. Im Service Public ist der Ausgleich zwischen Stadt und Land unverzichtbar. Ohne Querfinanzierung zahlen die ländlichen Gebiete die Zeche. Das wollen wir nicht. Die Initiative verbietet den bundesnahen Betrieben, Gewinne zu realisieren. Damit verlieren Gemeinden, Kantone und der Bund Steuergelder in Millionenhöhe. Diese Lücke muss irgendwie geschlossen werden. Die Folge wäre höhere Steuern für alle. Die Initiative gefährdet unsere bewährte Grundversorgung. Sie schadet damit dem Zusammenhalt zwischen Stadt und Land sowie der Schweizer Bevölkerung und Wirtschaft. Sagen Sie deshalb Nein zur Service Public Initiative.